Sprechen wir mal Real Talk. Damals, vor sehr vielen Jahren, habe ich eine Sünde gemacht, die ich jetzt nicht erwähnen werde und wäre fast bei dieser Sünde gestorben. Und lass uns mal kurz darüber nachdenken. Sicherlich könnten wir bei jeder Sünde, die wir machen, sterben, auch wenn es uns nicht so scheint. Es könnte sein, dass du mit deiner Freundin bist. Und wir wissen, Beziehungen im Islam sind verboten. Und dann könntest du einfach umfallen und sterben. Oder dich einfach etwas überfährt und du stirbst. Und wie oft haben wir gehört, dass Geschwister im Islam, die auch praktiziert haben, bei ihrer Sünde gestorben sind. Ein sehr unschöner Tod. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns einen schönen Tod geben. Amen. Und erinnere dich mal an die letzte Sünde, die du begangen hast. Und daraufhin hast du bei Allah subhanahu wa ta'ala aufrichtig bereut. Wir sollten Allah subhanahu wa ta'ala dafür danken, dass wir überhaupt bereuen dürfen. Es ist eine gewaltige Gnade, dass du überhaupt bei Allah azza wa jal bereuen darfst. Und hör nicht darauf, wenn Shaitan sagt, du hast zu viele Sünden und so weiter und so fort. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt sinngemäß in der Sure 39, Vers 53, sag, o meine Diener, die ihr gegen euch selbst maßlos gewesen seid, verliert nicht die Hoffnung auf Allahs Barmherzigkeit. Gewiss, Allah vergibt die Sünden alle. Er ist ja der Allvergebende und Barmherzige. Lieber Bruder und liebe Schwester da draußen, lass dich nicht von Shaitan in die Irre führen. Du bist noch am Leben. Du hast noch eine Chance zur Reue. Deswegen bereue heute noch aufrichtig bei Allah subhanahu wa ta'ala und möge Allah azza wa jal deine Reue annehmen. Amen. Und ganz egal was passiert, bereue immer wieder aufrichtig bei Allah und unterlasse die Sünde nur für Allah. Danke fürs Zuschauen. Das war's jetzt vom Video. Und hier kannst du auch noch andere Videos sehen. Und falls du noch kein Abonnent von uns bist, so abonniere uns doch kostenlos und sei dabei. Wir freuen uns auf dich. Bis zum nächsten Mal. Der Islam verbindet.